Die aufrechte Körperhaltung ist aus psychischer und physischer Sicht von großem Nutzen. Und das ist mittlerweile allgemein bekannt. Aufrecht zu stehen und die eigenen Bewegungen selbst ausführen zu können, vermittelt ein Gefühl der Freiheit und macht Struzzo zu einem weltweit einzigartigen autonomen Hebesystem. Mal sehen, was uns einige Benutzer mit ihren Videos und ihren Blogs zu mitteilen haben. Bitte konsultieren Sie hierzu auch die Webseite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie sich entschieden haben, dieses Video über Struzzo anzusehen und Hans kennenzulernen. Hans verwendet Struzzo bereits seit 10 Jahren. Er war einer der ersten Menschen in Holland, der nach einem unabhängigen Hebegerät suchte, vorzugsweise im Stehen. Er hat zwar bereits eine Hebevorrichtung an der Decke montiert, nutzte dies aber bisher kaum. Bei Hans wurde neben SMA Typ 3 auch Muskeldystrophie diagnostiziert. In den ersten Jahren der Anwendung von Struzzo konnte er fast all seine Aktivitäten selbstständig ausführen. Aber jetzt hat sich sein Zustand etwas verschlechtert und er braucht etwas Hilfe von seiner Partnerin. Morgens, wenn er aufsteht, greift er sofort zum Gerät. Mittlerweile hilft ihm seine Partnerin dabei, seine Füße auf die Plattformen zu stellen. Mit Hilfe der Fernbedienung richtet er sich in eine stehende Position auf. Hans nutzt einen Gleittuch, um den Übergang vom Bett zum Sitzplatz zu erleichtern. Außerdem braucht er Hilfe beim Anziehen und Aufräumen seiner Kleidung. Mit dem Joystick bewegt er sich, um das Badezimmer zu erreichen. An der Wand ist ein Duschstuhl befestigt. Er kann sich auf den Stuhl setzen und Struzzo mit der Fernbedienung wegschieben und so die Duschvorhänge schließen. Hans nutzt Struzzo jeden Morgen zum Stehen, während er sich rasiert. Jetzt zeigen wir Ihnen den neuen Toilettensitz. Wie Sie sehen, hat Hans eine verlängerte Version anfertigen lassen, damit er den Toilettensitz schnell wechseln kann. Der Toilettensitz macht Menschen unabhängiger und ist eine wichtige Hilfe bei Umzügen und Toilettengängen. Es ist notwendig, dass Benutzer in der Lage sind, ihre Beine zu spreizen und sich dann auf den Toilettensitz zu begeben. Da die Oberfläche sehr glatt ist, ist das Gleiten auf dem Toilettensitz recht einfach. Hans hat ein Hakensystem entwickelt, an dem beide Toilettensitze befestigt werden können. Auch Menschen, die unter einer Lordose leiden, finden die Nutzung eines Toilettensitzes als angenehmer. Es wird also nicht nur für physiologische Zwecke verwendet. Hier sehen Sie den hinteren Teil des Toilettensitzes. Das Aus- und Anziehen ist im Stehen deutlich einfacher als im Sitzen. Hans benutzt auch ein WC mit einem Gerät, das wäscht und trocknet. Diese Kombination von Elementen ist für ihn sehr praktisch.
Hans geht ja oft im Urlaub, hauptsächlich in Italien. Wenn Sie eine Reise unternehmen, übernachten Sie immer in einem Hotel. Hans und seine Partnerin bringen den Struzzo immer mit sich ins Hotel. Andernfalls müssten Sie, um die Dinge zu erledigen, die Hans braucht, sowie Aufstehen, Körperpflege und so weiter, ein anderes Hebegerät mieten, das nicht dem entspricht, an dem Hans ohnehin gewohnt ist. Und dies würde auch ein viel größeres Aufwand für seine Partnerin bedeuten. Auf diese Weise haben sie eine Lösung gefunden, die für beide sehr gut funktioniert. Ich möchte mich auch bei Hans für seinen Beitrag zur Entwicklung von Struzzo bedanken.